Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute gibt's Update, die ich zuletzt vor 7 Monaten gegeben habe. Und ich erzähle euch, was ich seit da diesbezüglich getan hat, bezüglich Verlag, Bewerbung, Agenturen. Und das Weiterbildungsthema lasse ich aus, weil das habe ich schon im letzten Video beantwortet. Also habe ich dazu ganz vieles gesagt. Das macht an der Stelle wie keinen Sinn mehr. Heute geht es nur um Verlags- und Agenturbewerbungen und weitere Pläne, literarische Pläne. Also, leider waren alles Absagen. Alles. Ja, war total am Boden zerstört. Ich werde wieder updaten und vielleicht werde ich heulen, wenn alles Absagen sind. Aber nicht vor der Kamera. Ich habe mich noch bei einem Verlag beworben und zwar wieder eine Absage. Dann gab es nochmal eine Pitch-Aktion, da fand ich, nee, also 2 Pitch-Aktionen von der Literaturagentur wieder und noch im Verlag fand ich, nee, ja, ich mache da nicht mehr mit. Irgendwie habe ich auch zunehmend gemerkt, dass meine Texte, ich liebe die und in meinen Augen sind die mega gut, aber so objektiv betrachtet, als ich mich auch mehr mit Schreibtechnik etc. auseinandergesetzt habe, dass sich da ordentlich was aufarbeiten müsste und ich habe erkannt, dass mir da ja gewissermaßen ein wenig das Know-how auch fehlt. Aktuell. Und dann habe ich, das ist total schade, aber habe ich recht lange komplett aufgehört zu schreiben und ich hatte eine längere Phase, die bis über mein Studium hinweg gedauert hat. Da fand ich, ich will nicht mehr schreiben, ich will nichts mehr davon wissen, will damit aufhören, weil es einfach mich so unendlich traurig macht, dass, ja, dass das bis jetzt alles so schief gegangen ist. Vielleicht werde ich heulen. Und hatte da wirklich große Krisen, aber das ja, will ich jetzt ja nicht so im Internet groß erzählen. Genau. Auf jeden Fall dachte ich aber wirklich, ich höre auf mit Schreiben. Habe es versucht und ich wurde immer unglücklicher. Zwischendurch aber kamen so, so Ideen. Also ich bin natürlich alle meine Ideen grandios, ne? Ich bin aber auch nicht objektiv. Die habe ich so aufgeschrieben, zwischendurch mal was geschrieben, weil einfach dieser Drang so groß war. Ich konnte mich dem dann gar nicht entziehen, manchmal auch mitten in der Nacht. Aber dann fand ich immer, ich lasse es sein, ich will nicht mehr, ich kann nicht mehr. Und wie ist dann eigentlich ist es dazu gekommen, dass ich wieder schreibe, so richtig? Also ich habe, wie gesagt, manchmal immer wieder sowas geschrieben. Ich habe natürlich viele Texte geschrieben. Ich bin seit dem Sommer intensiv dran, viele Texte am Schreiben für das Lektorat, also Schreibtipps etc., Zusammenfassung von meinen Weiterbildungen. Ich habe viel geschrieben, aber jetzt nicht so Kreatives. Und wie es dazu kam, wie kam es dazu? Ja, ich hatte eine Idee. Ich wollte, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu kam. Nein, also ein Ausschlag, also einerseits kam es dazu, dass ich mit meinem Studium immer unglücklicher war, bin. Und ich habe mich umgeschaut nach anderen Studien, weil ich will diese intellektuelle Förderung in meinem Leben haben. Möchte ich gerne. Ich möchte gerne einen akademischen Abschluss haben und einfach gerne Möglichkeiten, weil von der Ausbildung her bin ich Betreuungsfachperson, spezialisiert auf, ich weiß jetzt gar nicht, wie ich das sagen kann, also Menschen mit Beeinträchtigung, sage ich jetzt. Ich sage jetzt nur, warum, ich weiß nicht, wie ich es sagen kann, weil in der Ausbildung haben wir gelernt, man sagt Menschen mit besonderen Bedürfnissen. Aber ich habe immer mehr von Menschen mit einer Beeinträchtigung gehört, dass sie das nicht wollen. Die wollen einfach, dass man sagt, sie sind jetzt behindert. Das wurde mir in der Ausbildung aber so krass eingebläut, dass man das ja nicht sagen darf. Das kostet mich sehr viel Überwindung, das zu sagen drum. Sage ich jetzt aktuell einfach Menschen mit Behinderung. Ich hoffe sehr, das ist okay. Könnt mir gerne sagen, kannst mir gerne sagen, wie du das siehst. Vielleicht kennst du auch jemanden oder hast vielleicht selbst eine Beeinträchtigung. Es würde mich sehr interessieren, weil mein Weltbild wurde dadurch erschüttert. Aber zurück zum Thema. Auf jeden Fall habe ich halt diese Ausbildung und ich habe natürlich meine Weiterbildung zur Lektorin und kann mich da mal selbstständig machen, was ich auch will, aber das ist alles so eine Unsicherheit. Auf jeden Fall will ich sowas Sicheres in der Hand haben, aber nicht, und ich möchte, wenn möglich, nicht mehr oder nicht mehr lange in meinem Beruf arbeiten, den ich gelernt habe. Wenn es
Wenn du wissen willst, wieso, kann ich da mal ganz viel darüber erzählen, aber das würde jetzt hier den Rahmen sprengen. Auf jeden Fall, ja, gibt es ein Studium, das ist mein absoluter Traum. Übrigens habe ich kurz bevor ich mein Studium begonnen habe, ziemlich angefangen zu strugglen und gedacht, warum habe ich eigentlich nicht Literatur studiert? Also, das Ding ist, ich kann nicht an der Uni studieren. Ich habe ein Fachabitur und ich habe das richtige Abitur. Habe ich ja berufsbegleitend danach gemacht und wirklich kurz vor Abschluss abgebrochen. Das war sehr dumm. Und das heißt jetzt, ich kann nur an der Fachhochschule studieren und nicht an der Uni. Genau, sonst hätte ich natürlich Literatur studiert, gar keine Frage. Aber egal, auf jeden Fall. Ich kann danach, nach dem Bachelor an der Fachhochschule, trotzdem noch an die Uni und wenn ich einen guten Schnitt habe, auch direkt in den Master. Also alles gut. Meine Zukunft ist nicht ruiniert. Also ist ja auch sonst nichts. Man braucht überhaupt nicht zu studieren, um eine gute Zukunft zu haben. Aber so, ja. Auf jeden Fall möchte ich mich für ein literarisches Studium bewerben. Da muss man so ein Dossier einreichen mit Texten. Und da dachte ich, okay, ich will mich bewerben. Ich habe natürlich die Bewerbungsfrist verpasst, weil ich habe erst im August gesehen, dass es dieses Studium gibt. Und die Bewerbungsfrist ist schon im März oder so, wenn dieses Dossiers einsenden muss. Und dachte ich, okay, ich habe mal meine alten Texte durchgeschaut und musste ganz ehrlich sagen, ja, irgendwie habe ich mich seitdem sehr weiterentwickelt, auch in meinen Schreibfähigkeiten, vor allem mit diesen ganzen Lektoratskursen. Und irgendwie macht es keinen Sinn, mit diesen Texten, die doch schon ein paar Absagen bei Verlagen bekommen haben, mich jetzt wieder für ein Studium bewerben, sondern ich muss was Neues erschaffen und wirklich mein Bestes geben und ja, dann hoffen, dass ich mit diesem neuen genommen werde. Und dann habe ich mir so einen Plan gemacht, weil ich habe jetzt so viele Ideen und ich bräuchte wirklich ein paar kleine Erfolgserlebnisse. Und dann habe ich mir so einen Plan gemacht. Ich habe ganz viele Ideen aufgeschrieben. So, ich habe so einen Zeichenblock gekauft und mir die Ideen so ein bisschen gezeichnet, farbig gemacht. Ja, und so alle ein bisschen ausgearbeitet. Und dann dachte ich könnte ganz viele Kurzgeschichten schreiben. Die beste nehme ich natürlich für das Portfolio. Und ich könnte die auf Amazon bei Kindle, also auf Kindle als E-Book, veröffentlichen, kleine Texte. Und mal schauen, wie die ankommen. Und ein bisschen lernen, wie ich meine Bücher vielleicht vermarkten kann, was gut ankommt, was nicht gut ankommt. Und dann hätte ich auch veröffentlichen und vielleicht mal einen Bestseller. Das macht sich auch gut dann bei Verlagsbewerbungen. Dann dachte ich, mache es so, weil irgendwie schwierig jetzt gerade so wie das ein großes Buchprojekt zu starten. Aber natürlich kommt wieder alles anders. Ich habe eine Kurzgeschichte komplett durchgeplottet, so richtig, mit allem drum und dran und ich finde die auch gut, aber irgendwie war ich dann total gehemmt beim Schreiben, weiß auch nicht wieso. Ich bin halt sonst gewohnt, so richtig da frei drauf loszuschreiben und ehrlich gesagt muss ich sagen, dadurch, dass ich das alles so jetzt so, also vieles weiß so und vieles so plane und so möglichst perfekt machen will, blockiere ich mich total. Und auf jeden Fall hatte ich dann eine neue Idee. Und ursprünglich habe ich vier Kurzgeschichten daraus geplant und da dachte ich, die erste davon oder vielleicht zwei davon nehme ich eben für mein Bewerbungsdossier und der Rest eben veröffentliche ich als so Kurzgeschichtenreihe auf Amazon. Und dann habe ich das erste Kapitel geschrieben, mehrfach überarbeitet. Ich habe übrigens das erste Mal probiert, ChatGPT dazu zu nehmen. Übrigens, Leute, ganz kurz, ChatGPT ist echt ein Gamechanger. Also mir macht diese KI auch ein wenig Angst und Bedenken. Und ich wünschte, wenn ich könnte, dass es die gar nicht geben würde. Aber es gibt sie nun mal, man kann es nicht ändern. Und sie bringt viele Benefits mit sich. Also vor allem, wenn man studiert, macht mega Zusammenfassungen. Also ich kann es sehr empfehlen. Oder auch beim Schreiben habe ich meinen Text ein paar Mal korrigieren lassen, mir Anmerkungen machen lassen. Es ersetzt natürlich kein Lektorat, keine Meinung von den Menschen. Aber es war hilfreich. Und da habe ich mehrmals dieses erste Kapitel überarbeitet. Und daraus entspannt sich immer mit diesen Überarbeitungen eine große Buchidee, eine richtig krasse Buchidee, wie ich finde. Ja, und die habe ich jetzt, also ich habe jetzt so die Höhepunkte, ich habe die Figuren, mir fehlen noch ein paar Dinge. Vielleicht sollte ich aber einfach auch
loslegen und die Dinge kommen dann mit dem Lauf der Geschichte. Aber da bin ich jetzt ziemlich blockiert und es ging jetzt letztens an zwei Testleserinnen. Die haben mir mega gutes, hilfreiches Feedback gegeben. Jetzt ist es an mir, das zu überarbeiten. Da drücke ich mich noch davor, aber die nächsten Tage mache ich mich daran. Und dann möchte ich es lektorieren lassen und eben ja, dann einreichen an der Schule. Und gleichzeitig möchte ich aber die Geschichte weiterschreiben und dann bei Verlagen und Agenturen einreichen. Aber das wird so viel Arbeit, weil diese Geschichte will ich jetzt wirklich gut machen. Also ich will die wirklich ausschreiben, will die wirklich gut überarbeiten und möchte ich bitte ein Erfolgserlebnis. Ist das mein, dass ja, ich einen guten Verlag von einer guten Agentur vertreten werde und einen guten Verlag finde, der meine Geschichte so nimmt und gestaltet, wie sie es verdient und wie es ja, wie es die Buchwelt auch möchte. Das wäre so schön. Aber es ist noch ein ganz weiter Weg dahin. Ja, und ich überlege mir für diese Bewerbung, für diese Schulbewerbung noch ein kleines Exposé dazu zu machen, zu der Geschichte. Aber das ist, glaube ich, alles noch ein wenig wert. Vielleicht lasse ich es auch. Und ich habe wieder angefangen, meine 10 Minuten Schreibübung zu machen. Die ist echt super. Und Leute, ich weiß nicht, ob ich es schon gesagt habe, ich schreibe eigentlich nie irgendwie Gedichte, Prosa so. Ich habe zwei Prosa geschrieben. Ja, natürlich kommt jetzt wieder meine mega, mega objektive Meinung. Ich finde es mega geil. Auf jeden Fall lasse ich die aber auch noch lektorieren und ich glaube, das kommt dann in dieses Portfolio, mit dem ich mich bewerbe. Das mal so Schreibupdates mäßig. Ja. Ich bewerbe mich aktuell nicht bei Verlagen etc. Agenturen. Ich gehe es ganz langsam an, aber möchte in Zukunft wieder. Auch noch was Kleines. Also ich habe, doch, ich habe mal im Sommer nochmal, habe ich mich nochmal aktiv auch am Schreiben versucht. Zwar habe ich dann Stephen King Ratgeber gelesen und der ist echt gut und der hat so eine Schreibübung gemacht. Und dann habe ich die Schreibübung gemacht und draußen entstand eine ganze Geschichte in meinem Kopf. Und dann sah ich zufällig so eine Verlagswerbung. Dann habe ich die angeschrieben, das ist so ein kleiner Verlag, also für also Diversität. Und die Geschichte hätte dazu gepasst, aber sie wollten eine 30-seitige Leseprobe und sie haben sie geschrieben, ja, die bräuchten sie. Ja, und dann begann eben das Studium und da fand ich, ja, ich schaffe das nicht vernünftig so. Und habe ich denen gesagt, ja, also sie haben dazu geschrieben, ja, 30-seitige, sie freuen sich schon auf meinen Text und das war erster Verlag, der irgendwie geschrieben hat, sie freuen sich, auf mal etwas von mir zu lesen, sonst habe ich immer ungewünscht einfach meine Sachen eingereicht. Aber ja, total lieb, aber ich musste denen dann absagen, sagen, ja, im Moment eben Studium etc., ich schaffe es in absehbarer Zeit nicht, aber falls ich mich da die Muße überkommt, könnte ich das immer noch einreichen. Ja, das wäre noch sowas. Ja, das sind soweit meine Pläne gerade, also alles ziemlich slow. Jetzt haben leider halt andere Sachen Priorität, wie mein Studium, meine geplante Selbstständigkeit zur Lektorin. Ja, und leider ist es halt so, dass das Schreiben da zuletzt kommt, aber es geht nicht anders. Und oft ist es so, es ist nicht so, dass ich keine Zeit habe, aber ich habe oft einfach nicht den Kopf dafür, dass da irgendwas vernünftig rauskommt, außer für meine 10 Minuten Schreibübung. Aber ich schaue jetzt, dass ich demnächst das erste Kapitel weiter überarbeiten kann, dass ich da wenigstens mein Portfolio fertig habe. Ja, das wird meine in nächster Zeit meine einzige Bewerbung habe, außer ich habe wieder mal einen spontanen Kurzschluss, wäre möglich. Ja, das wäre soweit. Ich werde wieder updaten und habe mich total gefreut, darüber zu plaudern. Ich freue mich auch sehr über eure Meinung. Erzähl mir gerne, wo du so stehst, ob du selbst auch schreibst, ob du dich auch beworben hast, ob du im Self-Publishing veröffentlicht, ob du es möchtest. Interessiert mich total. Freue mich über den Austausch. Und wir hören uns und sehen uns bald wieder. Tschüss.